Als ich fortging, war die Straße steil. Kehr wieder um. Nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß. Kehr wieder um. Red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kenn ja selber, was dir heut widerfährt. Als ich fortging, waren die Arme leer. Kehr wieder um. Mach's ihr leichter, einmal mehr, nicht so schwer. Als ich fortging, kam ein Wind so wach, warf mich nicht um. Unter ihrem Tränendach war ich schwach. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Nichts ist von Dauer, was keiner recht will. Auch die Trauer wird dann sein, schwach und klein. Brennt nieder, wenn keiner es mehr nährt. Nichts ist von Dauer, was keiner mehr will. Das Lied ist geschrieben worden 1987. Es ist gesungen von Dirk Michaelis und es hatte erst 1989 seinen Durchbruch. Dieses Lied ist die Hymne zum Mauerfall und Wiedervereinigung von Deutschland. Ganz Ostdeutschland hat dieses Lied gemeinsam voller Freude und Glück über den Mauerfall gesungen. Dieses Lied hat Menschen durch den Fall der Mauer wieder vereint. Auch heute, 35 Jahre später, sollten wieder Mauern fallen. Wir haben in den letzten Jahren so viele Mauern aufgebaut. Die Mauer der Spaltung zwischen Menschen und Familien, Mauern zwischen rechter und linker Gesinnung, Mauern zwischen arm und reich, Mauern zwischen gesund und krank, zwischen geimpft oder ungeimpft, Mauern zwischen alt und jung, zwischen unseren Generationen, Mauern zwischen Parteien, Mauern innerhalb Stadtregierungen,
Mauern durch Hass und Hetze, Mauern durch Waffen, Mauern durch Missachtung und Respektlosigkeit, Mauern durch Gier und Geiz, Mauern durch Diskriminierung und Denunzierung, Mauern durch Meinungskonflikte und unendlich hohe Mauern durch Journalismus, durch Medien und durch Manipulation. Lassen wir die Mauern wieder fallen. Dies schaffen wir nur gemeinsam. Aber jeder Einzelne muss dazu bereit sein, aus seiner Komfortzone hinter seiner Mauer herauszukommen. Nur wer wieder die Liebe im Herzen trägt, wer sein Licht leuchten lässt, nur wer Liebe, Achtung, Respekt und Toleranz im Miteinander lebt, wird die Mauern zum Fallen bringen. Ich möchte Sie alle heute einladen und mitnehmen, unsere Mauern fallen zu lassen. Unsere Veranstaltung hier ist keine Werbeplattform für politische Parteien oder bestimmte Gruppierungen. Wir sind hier auch keine Werbeplattform für rechte oder linke Darstellung. Wir sind die bürgerliche Mitte, der Mittelstand vereint als Menschen. Es geht uns alle an. Wir sind hier auch keine Plattform, um sich in Form von Fahnen oder Rufparolen auf eine Seite der Kriegsländer zu positionieren. Wir distanzieren uns ausdrücklich davon. Deshalb akzeptieren wir keine Fahnen aus aktuellen Kriegsgebieten und Ländern oder Gruppierungen, die in den Krieg verwickelt sind, in unserer Veranstaltung. Wir stehen für den weltweiten Frieden. Und jedes Kriegsopfer, egal auf welcher Seite der Fronten, ist unendlich schrecklich und gebührt unser Mitgefühl. Wir mischen uns in Kriege nicht ein und schlagen uns mit keinen Solidaritätsbekundungen für bestimmte Länder auf eine Seite. Wir fordern von allen Regierungen den sofortigen Waffenstillstand und keine weiteren unschuldigen Väter und Söhne an den Fronten, sowie unschuldige Zivilisten, Familien und Kinder zu töten, nie wieder, ist auch jetzt. Wir sind das Bürgerforum Schwaben und wir demonstrieren für unsere Grundrechte, für unsere Eigenständigkeit, für die Freiheit, über seinen eigenen Körper, über sein Vermögen, sein Geld, sein Eigentum und seine Gesundheit wieder frei entscheiden und verfügen zu dürfen. Wir demonstrieren für und mit Landwirten, für und mit Handwerker, Gastronomen, Bäcker, Metzger, Gewerbebetriebe, mit und für den gesamten Mittelstand. Wir demonstrieren auch gegen diese linke und rechte Hetze. Wir demonstrieren gegen die Missstände in unserem Land und davon haben wir inzwischen unendlich viele. Und deswegen gehen wir unaufhaltsam auf die Straße und demonstrieren friedlich, aber bestimmt, weil wir sagen, es reicht. Wir gehören keiner Partei an, sind parteilos, neutral und wir benehmen uns auch immer respektvoll. Für alles, was wir sagen in unseren Projekten und Vorträgen, gibt es belegbare Quellen und Beweise. Ein Hoch auf Cicero, ein Hoch auf Multipolar, freie Medien müssen geheime Dokumente der Bundesregierung freiklagen. Kurios, diese Medien tragen die Kosten selbst finanziert nur aus Spenden. Die Politik klagt dagegen mit dem Geld des Steuerzahlers. Ich fordere, dass solche Einspruchsklagen der Regierungspolitiker von denen privat aus ihrer eigenen Tasche künftig getragen werden, die entschieden haben, dass diese Dokumente vor dem Volk geheim gehalten werden. In welcher Regierungsform leben wir eigentlich?
ist das Demokratie, wenn man Dokumente vor dem eigenen Volk geheim hält? Wie heißt eine Regierungsform, wo man dem Volk nicht alles sagt, das Volk bewusst und absichtlich täuscht, ja sogar betrügt und belügt? Ist das Demokratie? Und welche Demokratie ist das eigentlich, wenn man sich einen Gerichtsbeschluss zur Herausgabe von Dokumenten verpflichtet wird und dann über die Hälfte dieser Dokumente geschwärzt veröffentlicht? Und auch da bleiben die Mainstream-Medien und die Mehrheit der Bevölkerung ruhig. Wann merken wir, dass wir verarscht, belogen, betrogen und hintergangen worden sind? Und nun geht es hier nur um zwei Dokumente, die jegliches Vertrauen der verantwortlichen Politiker damit entzogen haben sollten. Und ich frage mich, wie viel verschweigen uns die Regierungen denn noch? Was halten Regierungen noch vor dem Volk geheim? Von der SPD Bayern wurde der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder aufgefordert, die Unterlagen, die die Pandemie-Maßnahmen in Bayern gerechtfertigt haben, zu veröffentlichen. Herr Söder sträubt sich, verweigert die Herausgabe mit der Begründung, dass in Bayern alles seine Richtigkeit hatte. Ja, Herr Söder, dann können Sie diese Dokumente doch veröffentlichen. In Augsburg fand gestern die Veranstaltung Rocketeer statt. Eva Weber schreibt dazu auf ihrer Facebook-Seite: Wow, auf dem Rocketeer wurde heute der Anführungszeichen heiße Scheiß, Anführungszeichen oben, der digitalen Innovation vorgestellt. Und eins kann ich euch sagen, in Augsburg tut sich richtig viel in Sachen Transformation. Smart City, Wasserstoff und künstliche Intelligenz sind in Augsburg nicht nur Buzzwords, sondern werden von vielen Akteurinnen und Akteuren in unzähligen Projekten jeden Tag gelebt. Die Gründerszene mit Schwaben Digital, Hochschule Augsburg mit dem THA Funkenwerk, der Uni Augsburg, der Uniklinik Augsburg und natürlich eine Menge Unternehmen tragen täglich zur Transformation in Augsburg bei. Und genau darum geht's. Innovation geht nur gemeinsam. Ideen einfach mal ausprobieren, Menschen empowern und Visionen gemeinsam verwirklichen. Dafür steht Augsburg als kooperative Stadt. Mein Appell an euch: Bringt euch ein, mischt mit und lasst uns gemeinsam die Zukunft in Augsburg gestalten. Zitat Ende von Frau Oberbürgermeisterin Eva Weber. Liebe Frau Weber, ich nehme Ihren Appell gerne an. Ich mische gerne mit und gestalte die Zukunft mit dem Bürgerforum Schwaben und mit unseren Innovationen mit. Smart City, Blue City, Agenda zur Klimaneutralität, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Kriegstreiberei mit Kriegsunterstützung und Solidaritätsbekundungen gegen rechts, mit Klimaklebern auf der Straße, mit gewaltbereiter Antifa-Bewegung und mit Linksextremen unter einem Dach. Das ist das Hauptaugenmerk im Moment in unserer Stadt und in Deutschland. Liebe Politik, liebe kommunale Politiker, liebe Medien, liebe AZ, seid ihr wirklich so blind? Wann? Ja, wann geht ihr unsere wirklichen Probleme in unserem Land an? Gemeinsam Zukunft in Augsburg gestalten. Dazu fordert uns Frau Oberbürgermeisterin Eva Weber auf. Ich möchte Zukunft gestalten und dafür ist auch Innovation wichtig. Aber bevor ich über künstliche Intelligenz rede und transformiere, möchte ich gern die Zukunft gegen Altersarmut gestalten. Schaut ihr wirklich weg und seht die vielen Menschen nicht, die tagtäglich nach 45 Jahren und mehr arbeiten, zum Flaschensammeln gehen müssen? Seht ihr nicht die vielen Unternehmer aus allen Branchen, die aufgeben müssen? Ich möchte, dass die Zukunft unseres kaputtgesparten Gesundheitssystems endlich mit Innovation gestaltet wird. Wir brauchen Macher und nicht nur Redner. Ich möchte, dass die Zukunft
für den Erhalt des Mittelstandes gestaltet wird. Steuern, Energie- und Rohstoffpreise stabil gesenkt werden können, Bürokratismus und ständig neue Verordnungen und Auflagen sinnvoll minimiert werden. Ich möchte in unserer gemeinsamen Zukunft, dass sich Arbeiten wieder lohnt und dass Bürgergeld in Zukunft keine lukrative Lösung für Menschen ist, die arbeiten können, aber nicht wollen. Ich möchte in unserer gemeinsamen Zukunft, dass Bargeld erhalten bleibt, weil ich mich nicht mit digitalem Geld überwachen lassen möchte und mein hart verdientes Geld in einer guten Zukunft niemanden, auch den Staat, etwas angehen. Ich möchte für eine gute Zukunft, dass alle Gesetze, die es möglich machen, unsere Grundrechte einzuschränken, sofort außer Kraft gesetzt werden. Ich möchte für eine gute Zukunft, dass unsere regionale Landwirtschaft und unsere regionalen Nahrungsmittel wieder geschützt werden und geschätzt werden und uns erhalten bleiben. Und für eine gute gemeinsame Zukunft will ich für das deutsche Volk eine Regierung mit Menschen, die wir alle direkt wählen können, und Menschen, die als Volksvertreter dem Volk keine Dokumente mehr geheim halten. Deshalb ist für eine gute gemeinsame Zukunft mit Innovation ein neues Wahlsystem und ein neues Regierungssystem notwendig. Dazu fordere ich die Veröffentlichung aller geheimen Dokumente, und zwar ungeschwärzt und vollumfänglich. Ich fordere, dass sämtliche Lügen, Täuschungen und falsche Entscheidungen vollständig und transparent öffentlich gemacht werden und alle, die daraus resultierend falsch und absichtlich gehandelt haben, zur persönlichen Rechenschaft zu ziehen. Und wenn das alles gemacht wurde, dann fordere ich alle Regierungen auf, unverzüglich zurückzutreten. Und zuletzt möchte ich für eine gute Zukunft die Innovation aller Journalisten, um neutrale, vollständige und von allen Seiten recherchierten Berichterstattungen abzuliefern. Für eine gute Zukunft brauchen wir Magazine und Medien wie Cicero und Multipolar. Gemeinsam in eine gute Zukunft. Deshalb hat sich das Bürgerforum Schwaben diese Woche mit dem Verein Hand in Hand für unser Land vernetzt. Seit gestern ganz offiziell das Logo mit auf unserem Flyer. Wir werden uns gemeinsam größer aufstellen und füreinander und miteinander wachsen, um diesen Irrsinn in unserem Land zu stoppen. Hand in Hand, alle Informationen stellen wir heute auf all unsere Kanäle. Gemeinsam miteinander eine gute Zukunft schaffen. Dafür steht auch unser Projekt im Bürgerforum Schwaben. Mach mit, wir machen unsere Heimat fit. Wir haben die letzten zwei Umzüge einer Familie aus dem südlichen Landkreis zukommen lassen. Und der letzte hauptsächliche Spendentopf ist für ein motorisiertes Gefährt für den Papa, der im Rollstuhl sitzt. Und es ist bereits bestellt, in zwei Wochen kommt es, und deswegen sammeln wir heute auch noch einmal dafür, um den Restbetrag, es ist gar nicht mehr viel, zusammenzubekommen. Und der Rest, was heute im Spendentopf bleibt, geht dann weiter an eine Familie, an eine Mama mit 5 Kindern aus dem westlichen Landkreis. Das Bürgerforum Schwaben hat schon die Spendenaktion, die im Moment online ist, geteilt. Da kommt inzwischen wirklich bayernweit, ich glaube sogar deutschlandweit, ziemlich viel Geld für die Familie rein. Ihr Stadel und ihr Wohnhaus wurden völlig abgebrannt und die Familie steht jetzt vor dem Nichts.
Die nächsten Spendentöpfe und das, was heute übrig bleibt, geht dann in den westlichen Landkreis. Und wir werden mit der Familie schauen, wo wir gezielt helfen können. Wir werden uns jetzt nicht an der Online-Spendenaktion beteiligen, sondern wir sitzen hier ganz in der Heimat und wir werden da sein, wenn der Online-Spendentopf bereits beendet ist. Wir schauen, was brauchen wir an Manpower, was brauchen gezielt die Kinder, und wir werden dann mit unserer Vernetzung mit 3000 Menschen, mit denen wir inzwischen im Bürgerforum Schwaben vernetzt sind, gezielt dieser Familie helfen und sie nicht alleine lassen. Das ist unser nächstes Projekt. Zusätzlich ist in diesem Jahr das oberste Projekt auch die Altersarmut. Immer wieder spreche ich Senioren an, die mir an den Abfalleimern begegnen, die Flaschen sammeln müssen. Die sind so dankbar, die sind so demütig und die schämen sich so endlich, dass sie in unserem Land nach 45 Jahren arbeiten, inzwischen zum Flaschensammeln gehen müssen. Und aus diesem Grund geben wir auch da immer wieder Unterstützung für irgendwelche Stromnachzahlungen oder einfach, um mal einen Monat sorgenfrei einkaufen gehen zu können. Auch das ist Bürgerforum Schwaben. Wir stehen nicht nur auf der Straße zum Demonstrieren, aber heute, auf geht's Augsburg, nehmt unsere Banner mit. Und gerne auch ein paar Flyer, die ihr wieder verteilen könnt. In 4 Wochen treffen wir uns dann wieder am Königsplatz. Auf geht's Augsburg, Ende ist heute in der Hallstraße mit der Abschlusskundgebung. Alle Banner mitnehmen und dann zur Aufstellung. Auf geht's. Und wir starten auch heute mit einem Lied von Dirk Michaelis, von dem gerade die Hymne zum Mauerfall war. Und ich finde auch dieses Lied sehr schön. Kleine weiße Friedenstaube zieht über das Land. Und so laufen wir auch für unseren Frieden im eigenen Land, der inzwischen sehr in Gefahr ist. Auf geht's, Augsburg! Kleine weiße Friedenstraum.